Ich weiß nicht, ob das politische Leben für meinen ersten Gast auch noch so viel humoristische Freuden aufzuweisen hat, meine Damen und Herren. Er ist der Mann, der in Berlin 20% plus X als Wahlergebnis sich erträumt. Der PDS-Spitzenkandidat für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 21. Oktober. Herzlich willkommen, Gregor Gysi. Ist ja ein neuer Stuhl. Nee. Doch, weiß ich. Beim letzten Mal war das ein anderer. Nee, das ist, das täuscht. Also, es verunsichert mich. Es kann sein, dass ein bisschen anderer war, aber waren Sie schon so lange nicht mehr hier? Aber ist das sowas wie beleidigt sein, rauszuhören? Oder überhaupt nicht. Ich wundere mich nur, dass ihr keine Kosten und Mühe scheut. Nein, das muss ja wissen, das war so abgegriffen. Viele krampfen sich so vor Angst. Können wir uns in Berlin gar nicht mehr leisten. Wirklich? Ja. Ist denn die Stadt wirklich so pleite, wie immer behauptet wird? Na, pleite ginge ja noch. Das wäre ja bloß null. Wir haben 80 Milliarden Schulden. Das ist nur im Landeshaushalt. Dann kommen noch die Schulden der landeseigenen Unternehmen dazu. Dann sind wir so bei 140 Milliarden. Ja. Schon ein bisschen happig. Wäre es da nicht einfacher, man meldet Konkurs an und schließt die Stadt? Die andere Variante wäre, man ginge mit der Stadt an die Börse. Aber beides ist nicht zulässig. Ja, eben. Aber Berlin wäre doch eigentlich was für den neuen Markt. Ja, so ein Unternehmen. Also geile Typen, die es repräsentieren, aber nur Luft, wenn man reinguckt, oder? Ja, nein, das weiß ich nicht. Wir sind ein bisschen provinziell geleitet, das stimmt schon. Wirklich? Aber wir haben auch ein paar tolle Chancen. Ja. Tolle Kultur, tolle Wissenschaft, tolle Forschung. Und eigentlich auch ganz gute Leute. Das heißt, ich denke, wir müssen da wieder raus, damit wir nicht zum ewigen Gespött aller Kabarettisten Deutschlands werden. Nicht? Das kann so nicht bleiben. Essen geht ja in Ordnung, aber nicht immer Berlin. Ne? Ja, aber Essen ist ja eine wunderbare Ausstellung. Stimmt, ja. Ne? Und Essen ist ja sozusagen etabliert im Ruhrgebiet. Also die haben ja auch, glaube ich, keinen größeren Ehrgeiz. Aber Berlin möchte ja schon so an die großen Weltstädte anschließen. Gibt's da eine Möglichkeit? Oder ist es? Ja? Ja, doch, denke schon. Also gerade durch die Wissenschaft, durch die Kultur und dadurch, dass wir formal Hauptstadt sind. Das Problem ist nur, dass man in Köln und München nicht richtig weiß, wozu man eine Hauptstadt braucht. Ja. Und 11 Jahre ist versäumt worden, diese Frage zu klären. Wozu brauchen wir eigentlich eine Hauptstadt? Ich denke, als Ergänzung zum Föderalismus und zur Kleinstaaterei im Sinne eines Motors für politische, kulturelle und soziale Entwicklung. Darauf haben wir verzichtet. Andere Länder haben sowas, es läuft ganz gut. Ja, gut, aber wir haben es seit Hunderten von Jahren. Paris, ja. Rom. Ja, wir London. Sind sehr viel später gekommen. Ja, Berlin war ja schon mal Hauptstadt. Aber nur hätten wir eine Chance, was draus zu machen und jetzt diskutieren wir nicht mehr darüber. Deshalb sage ich ja auch immer, solange der Senat nur Finanzforderungen stellt, werden alle abblocken. Wir müssen erst mal erklären, wozu eine Hauptstadt überhaupt gut ist und was man in Passau davon hat, dass Berlin die Hauptstadt ist. Ja, also ich glaube, dass gerade in Passau das wahnsinnig interessiert. Ja. Wozu eine Hauptstadt? Wahrscheinlich, wenn du die fragst, wie ihre Hauptstadt heißt, sagen die immer noch München. Und ich will schon, dass sie auf Berlin kommen, wenigstens im zweiten Denkansatz. Gut, also wäre das ein Argument, Sie zu wählen? Zum Beispiel. 20% plus X, habe ich das richtig gesagt? Hm. Das heißt, also, alleine kann es die PDS nicht schaffen. Nicht ganz, ja. Nicht ganz. Also dann müsste das X sehr groß werden, ja. Ja, so, das heißt also Koalitionspartner mit der SPD. Schaffen Sie es alleine mit der SPD? Ich denke, ja. Ja, das hieße aber, Klaus Wowereit bleibt regierender Bürgermeister. Wenn sie mehr haben als wir, ja. Ja. Hängt wieder von der. hängt wieder von der. Ja. Ja. Hängt wieder von der Größe des X ab. Ja. Aber die SPD drückt sich ja um eine Frage. Also sie sagt ja große Koalition nein. Am liebsten wäre ja SPD-Grüne. Wenn es nicht reicht, denken sie auch an Ampel, also mit der FDP. Ja. Oder eben gegebenenfalls auch an die PDS. Und dann sagen sie nie, was ihnen nun lieber wäre, FDP oder PDS. Und das verstehe ich nicht, weil ich finde, man kann sich zwischen FDP und PDS entscheiden. Muss man das noch heutzutage? Ja, ich finde das schon. Sind wir nicht gerade in diesen Zeiten irgendwo alle, ich will nicht sagen austauschbar, aber doch Demokraten? Also wo ist eigentlich der Unterschied zwischen FDP und PDS? Ja, die sind erstens viel kleiner. Ja. Und zweitens haben sie so einen Hang zum Sozialabbau und zur sinnlosen Privatisierung. Und dann geht es immer den gleichen Leuten besser, das sind relativ wenig, und den gleichen Leuten schlechter, das sind relativ viele. Und da hat die PDS schon einen anderen Ansatz, sage ich mal. Ich bin auch für Entbürokratisierung, aber nicht für Deregulierung. Könnte man jetzt lange drüber reden. Ich will nur sagen, an sich müsste für eine sozialdemokratische Partei klar sein, dass sie lieber den Weg mit der PDS ginge als mit der FDP. Wenn sie sich aber nicht äußert, dann habe ich den Eindruck, sie braucht eine Entschuldigung für Sozialabbau. Und dafür taugt natürlich die FDP
hervorragend. Verstehe. Also ich würde zurzeit nicht mit der FDP koalieren, trotz aller Sympathie für Herrn Westerwelle. Ja, ja. Das wissen ja, aber Herr Westerwelle kandidiert doch nicht in Berlin, oder ist uns da was entgangen? Nee, da kandidiert er nicht, aber er tritt da ständig auf. Es ist Herr Rexroth. Herr Rexroth? Ja, der hat gerade seinen 60. Geburtstag gefeiert und hat sich gesagt, jetzt will er es noch mal wissen. Das finde ich übrigens mit dem gut. Verstehen Sie sich aber gut. Das habe ich gesehen bei Sabine Christiansen. Oder ja, war das bei Berlin auch, Mitte? Das ist ja auch, kann auch bei Berlin Mitte gewesen sein. Ich glaube, bei Christiansen waren wir noch gar nicht zusammen, aber vielleicht ja. Auch schon mal. Ja, der hat ja auch Manieren. Er macht bloß eine falsche Politik, aber ansonsten ist er ganz nett, ja. So was gibt's ja. Sagen das nicht auch viele von Ihnen? Ja. bei Ihnen ist ja eigentlich ein bisschen so wie bei Joschka Fischer, oder? Also für mich als Beobachter, dass man sagt, der Typ selber wäre eigentlich sehr okay, wenn diese Partei nicht wäre. Ja. Also, ja, also bei Fischer ist es aber auch schon manchmal umgekehrt. Nee. Nee? Ich glaube, dass die Partei, die Grünen, mehr von Fischer profitieren als er von den Grünen, oder? Das ist richtig, ja. Also diese PDS, ja. Die sind, da sind ja viele, sagen wir mal, die den Leuten draußen im Land nicht ganz geheuer sind in der Partei. Ja, weil die früher in der alten SED ihre Pflicht getan haben. Jetzt tun sie in der neuen PDS ihre Pflicht. Dagegen ist ja nichts zu tun. Tun auch viele heute in der CDU ihre Pflicht und die früher woanders ihre Pflicht getan haben. Aber ja, nein, die mal in der FDP waren oder so. Ja. Ist Ihre Partei wirklich so böse, wie es immer in der Zeitung steht? Nein, ich finde, dass sie sich in den 11 Jahren wirklich ganz gut entwickelt hat. Natürlich gibt es bei uns immer Schwierigkeiten, diesen Entwicklungsschub auch wirklich standzuhalten. Das ist ja auch nicht so einfach. Sie musste sich ja wirklich auf extrem neue Bedingungen einstellen. Aber wir sind ja nur 85.000 Mitglieder etwa. Davon sind 20.000 übrigens nie in der SED gewesen. Das ist ja auch ein beachtlicher Anteil. Und die SED hatte mal 2,3 Millionen. Jeder fragt nach den 60.000 bei uns. Keiner fragt, was aus den anderen 2,2 Millionen geworden ist. Also wenn ich das richtig mitkriege, ist ja Schabowski schon so gut wie bei der CDU. Also es gibt ja die merkwürdigsten Entwicklungen, nicht wahr? Ja. Nach dem Untergang der DDR. Ich finde, man tut ihr da ein bisschen Unrecht. Aber interessant ist ja eins, die werden sich ja alle nicht einig. Also erst sagt mir einer von der CDU, die PDS, das ist ja immer noch die alte SED, ne? Kaderpartei. So ungefähr. Dann sagt er aber gleichzeitig, von der inneren Sicherheit verstünden wir gar nichts. Und tatsächlich trauen uns die Leute da auch nicht so besonders viel zu. Dann sage ich, jetzt müssen sie sich mal das irgendwie richtig, im ja. Kopf klar werden. Also die SED hat von Freiheit nicht verstanden, von Demokratie nicht verstanden, von Wirtschaft nicht verstanden, aber von innerer Sicherheit hat sie eine Menge verstanden. Wenn Sie jetzt ernsthaft der Meinung sind, wir verstehen nichts davon, dann müssen wir uns doch erneuert haben, oder? Das gefällt mir zum Beispiel sehr gut, Karl. Für Argumente. Es könnte, ich versuche es immer wieder mit der Logik. Ja, es könnte aber sein, dass das in diesen Zeiten als zynisch empfunden wird. Ja, das kann sein. Also Sie selber, ich habe Sie bei zwei großen Veranstaltungen gesehen. Einmal in der Kirche beim Gedenkgottesdienst für die Opfer in New York, Reihe 1. Ja. Und dann habe ich Sie nochmal Reihe 1 gesehen vor dem Brandenburger Tor. Und da, wissen Sie, was mich gewundert hat? Sie konnten als Einziger den Text von Auld Lang Syne. Woher können Sie den Text? Ich war in diese Musik mal eine Weile lang dadurch ein bisschen verliebt, dass ich jemanden kannte, weiblichen Geschlechts, der die Musik sehr gut fand. Und da lernt man denn sowas mit. Da haben Sie abends zusammen gesungen? Na, das ist nur wieder übertrieben. Das wäre auch furchtbar, also für die andere. Aber nein, sie hat es gesungen und da habe ich das dann mitgelernt und ich finde das ja auch eine tolle Musik. Also mich hat das sehr beeindruckt, weil Sie haben als Einzige, viele, die da auch in Reihe 1 standen, gucken sich um, weil sie gar nicht glauben konnten, dass sie in Reihe 1 stehen. Ja, also zum Beispiel Mitbewerber von Ihnen. Das glaube ich ja immer, dass ich da stehe. Ja, das ist also, wie soll ich mal sagen, Selbstzweifel war nie etwas, was man Ihnen vorgeworfen hat, oder? Doch. Ja? Ja. Aber das erzähle ich jetzt nicht, weil ich ja nicht bereit bin, über Minderwertigkeitskomplexe zu reden. Wir sind ja hier nicht in einer Therapiestunde. Aber ich sag mal, nein, ein bestimmtes Selbstbewusstsein ist auch erforderlich, wenn du überhaupt in die Politik gehst, sonst kannst du das bleiben lassen. Also ja. Du musst ja irgendwas wollen und du musst das auch umsetzen wollen und dann musst du es dir auch zutrauen. Sonst hat das keinen Sinn. Aber das ist gar nicht mehr so verbreitet. Ich kenne auch sehr viel selbstunsichere Leute im Bundestag zum Beispiel. Es hat sich sehr gewandelt, auch das Bild der Politikerinnen und Politiker. Welches Amt würden Sie übernehmen wollen, wenn es reicht? Na, regierender Bürgermeister, dafür bin ich ja angetreten. So, das ist aber schon ein sehr, sehr hohes Ziel. Und sag mal, wenn es knapp schafft, wenn es an 4 Stimmen scheitert oder so, oder? Also wenn es Wiedererwarter an 4 Stimmen scheitern sollte. Ja, na dann ist die Frage, ob es zur Koalition kommt. Und wenn es zur Koalition kommt, bin ich eben auch bereit, Senator zu werden. Ich kann bloß nicht vorher sagen, welcher, weil
wenn ich es vorher sagte, das ist leider ein wichtiges taktisches Moment in der Politik, dann machen die das gleich zum Nötigungstatbestand. Das heißt, dann sagen die, du willst doch unbedingt Senator für werden. Das kannst du aber nur, wenn du zustimmst, das. Und um dem nicht auch noch entgegenzuwirken, ist am besten, man sagt vorher, man sei flexibel. Das ist aber ja sowieso schon sehr modern. Das ist aber schon sehr, sehr elegant. Das hat man in dieser Klarheit eigentlich auch noch nie in so einer Sendung gehört, ne? Ja. Also als taktisches Moment. Als taktisches Moment. Ich habe natürlich eine kleine Vorliebe, aber es ist auch tatsächlich so, ich würde mich sowohl für Kultur interessieren, als auch für Bildung interessieren, als auch für Wirtschaft. Das Einzige, was ich ganz bestimmt nicht mache, ist Justizsenator. Ja, das ist ja in Berlin auch, wird ja eigentlich mitgeregelt von Otto Schily, oder? Also ich meine jetzt Bundes... Nee, das macht im Augenblick ein Grüner namens Wieland und ein Justizsenator ist auch wichtig. Nee, das Problem ist ein anderes. Als ich meine Kandidatur bekannt gab es schon ein paar Leute wie Sie, die glaubten, dass es nachher an den 4 Stimmen fehlt und die deshalb davon ausgingen, dass ich Senator würde. Und die gingen natürlich davon aus, dass ich Justizsenator werde. Und daraufhin haben mich so etwa 5 Rechtsanwaltskollegen und 3 Richterkollegen angerufen und haben mir schon in der ersten Woche erzählt, wie wichtig es wäre, wenn sie welche Funktionen in Berlin verrichteten. Da ist mir sofort klar geworden, wie Filz beginnt. Ja. Und da habe ich mir gesagt, nee, darauf lässt du dich überhaupt nicht ein. Nicht in einen Bereich, den du kennst. Da kennst du zu viele Leute und das machst du gar nicht. Also erst ganz bewusst in etwas rein, wo man nichts versteht, was neu ist. Richtig. Ein, ja. ohne Herausforderung. Ja, das ist ja. Herausforderung. Die Spezifik der Politik bei uns besteht doch darin, dass Sachkompetenz schadet. Dafür hast du ja Staatssekretäre und Beamte. Wissen die das? Ja, das wissen die natürlich und das nutzen die auch maßlos aus. Und dann kannst du eben überraschen, indem du dich doch einarbeitest. Damit rechnen die ja nicht. Ja. Ne? Und nach 2 Jahren stehst du plötzlich im Stoff. Was dann? Ja, unglaublich. Dann kommt es zu diesen internen Konflikten. Ja? Da muss für die Staatssekretärin ein anderer Job irgendwo gefunden werden. Früher gab es ja übrigens mal ein Wasser. Ja, das ist richtig. Ist eingespart worden. Ja, das nur ein Stuhl. Das tut mir wahnsinnig leid. Ich dachte, Sie verwandeln lassen in Wein, aber wir haben es vergessen. Sehr peinlich. Wollen Sie meinen, Sie haben schon gehört? Hier ist es. Das ist Sven. Entschuldigung. Sie sind der erste Gast, der das offenlegt. Wir zeigen mal ein Auge. Bisher war nämlich Friedmann der Einzige, der mir Wasser verweigert hat. Und nun wollte ich wissen, ob das hier auch gilt. Nein, überhaupt nicht. Dann hätte ich an eine Verschwörung geglaubt. Ja, so nicht. Nee, das muss man, also das ist mir sehr, sehr unangenehm. Aber es war wirklich ein Versehen. Also keine politische Geste oder irgendwas. Wir schauen uns als kleine Entschuldigung einen Wahlspot von Ihnen an. Ja? Der ein bisschen anders ist, als man Wahlspots so kennt. Und vielleicht können Sie hinterher noch kurz was dazu sagen. Bitte. Nachdem in der letzten Woche die Berliner CDU die Abgeordnetenhauswahl mit absoluter Mehrheit gewonnen hat, wurde heute Gregor Gysi überraschend zum regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt. Dabei haben dem Vernehmen nach alle Abgeordneten der CDU ihre Stimme für Gregor Gysi abgegeben. München. Die Hochwassersituation in Bayern spitzt. Wir schalten nun zur Pressekonferenz der CDU. Nach der heutigen Wahl Gregor Gysis zum regierenden Bürgermeister von Berlin durch alle Abgeordneten der CDU-Fraktion. Herr Lehmann, ich bin Mitglied der Fraktion der CDU im Abgeordnetenhaus von Berlin. Auch ich habe Gregor Gysi meine Stimme gegeben. Nina? Tja, Herr Gysi, ein Albtraum oder? Ja? Das ist übrigens ein Internetfilm, ja? Kann man nur im Internet, also nicht für Fernsehen und nicht für Kino, sondern für junge Leute, ist natürlich auch vor diesen tragischen Ereignissen gedreht worden und soll junge Leute ansprechen. Das haben sich Leute ausgedacht. Das Problem für mich war nur, dass ich das ja echt spielen musste. Ja. Aber ich habe einfach versucht, so zu sein, wie ich wirklich wäre, wenn die CDU mich wählte. Ja. Ne? Aber ich finde, völlig durcheinander. Ja, Sie haben das gut gespielt. Ja. Ja, glaubhaft. Entschuldige mich für das fehlende Wasser, entschuldige mich für den neuen Stuhl. Ich habe es dafür sehr genutzt. Ja? Wir müssen natürlich politisch neutral sein in so einer Sendung, aber wir sind schon sehr gespannt, wie das am 21. Oktober in Berlin ausgeht. Sie glauben es nicht, ich auch. Vielen Dank. Ja, und im Sinne der Demokratie viel Erfolg für jeden, der es verdient hat. Ja? Dankeschön. Alles Gute. Gregor Gysi, meine Damen und Herren, und gleich Julian Fader.